Mein Name ist Percy Stewart. Mein Name ist Reginald Proster, Rechtsanwalt. Stuart? Nie gehört. Haben Sie etwa keinen Brief von ihm erhalten? Nein. Sie müssen einen Brief von ihm erhalten haben. Er hat uns alle angeschrieben. Jedes einzelne Clubmitglied. So? Ja, er wird sich offiziell darum bewerben, in den Exzentrik-Club aufgenommen zu werden. Ach, den meinen Sie? Ja, natürlich hat mir der geschrieben. Aber, meine Herren, da irren Sie sich. Der heißt nämlich ganz anders. Der heißt nämlich, warten Sie mal, der heißt... Percy Stewart. McLean. Gentlemen, setzen wir also den Punkt Percy Stewart auf die Tagesordnung. Halten wir fest, alle 13 Mitglieder des Exzentrik-Clubs haben Briefe von einem Mr. Stewart erhalten, in denen er mitteilt, dass er sich um die Mitgliedschaft in unserem Club bewerben will. Ein paar neue Gesichter könnten uns nicht schaden. Wie meinen Sie das, Lord Hamilton? Altersmäßig selbstverständlich, Mr. Pomeroy. Schauen Sie sich doch um. Wir sind doch total überaltert. Abgesehen von Mr. Brewster liegt unser Durchschnittsalter fast bei 60. Naja, das halte ich für ein bisschen übertrieben, Lord Hamilton. Ja, das finde ich auch. Gentlemen, ich bin nicht Mitglied Ihres Clubs. Ich bin Ihr Rechtsbeistand und Rechtsanwalt. Nicht Mitglied. Bitte ziehen Sie mich nicht für irgendwelche statistischen Überlegungen heran. Vielleicht kann uns unser Rechtsbeistand aber sagen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um Mitglied in unserem Exzentrik-Club zu werden. Überhaupt keine. Nanu, so einfach ist das bei uns. Einfach? Nein. Es ist ausgeschlossen. Was heißt das? Dieser Fall ist in den Statuten des Clubs nicht vorgesehen. Wieso nicht? Ich weiß es nicht, Gentlemen. Na, vielleicht vergewissern Sie sich lieber noch mal. Ich habe mich vergewissert. Auch ich habe nämlich einen Brief von Percy Stewart erhalten. Ach, was? Ach. Mr. Fitzgerald, bitte. Ich für meine Person bin einfach dagegen, neue Mitglieder aufzunehmen. Jawohl, Gesetze soll man achten. Wenn wir damals einen diesbezüglichen Passus nicht in unsere Statuten aufgenommen haben, dann werden wir uns schon was dabei gedacht haben. Vielleicht haben wir es ganz einfach vergessen. Nein, nein, ich kann mich ganz exakt daran erinnern, dass Mr. Pomeroy den Namen des Clubs erfunden hat. Ja, erinnern Sie sich, meine Herren, damit das Außergewöhnliche, das Abenteuerliche, das Außerordentliche einen Platz in unserem Leben besitze. Deshalb nannten wir den Club Exzentrik-Club. Ich frage mich, was an uns exzentrisch ist. Nichts, außer dass wir keine Mitglieder aufnehmen. Nein, 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 da war doch irgendwas. Das war doch ganz anders. Wir waren doch alle Mitglied im Covent-Club. Da sind wir da ausgetreten und haben diesen Club gegründet. Ich kann mich nur nicht erinnern, weshalb eigentlich, Sir John? Weil im Covent-Club das Roastbeef immer so unenglisch dick geschnitten wurde, Mr. Brown. Das stimmt. Sie haben recht. Das ist ja völlig richtig. Natürlich. So was? Wer sind denn Sie? Mein Name ist Percy Stewart. Guten Abend, meine Herren vom Exzentrik Club. Sind Sie der Verfasser der Briefe? Ich protestiere. Unverschämtes, eigenmächtiges Eindringen in die Clubräume. Frechheit. Verlassen Sie den Club. Sonst wird unser Butler von unserem Hausrecht Gebrauch machen. Sir Richard Cavendish, wenn ich nicht irre. Mr. Pomeroy. Und Mr. Winterbottom. Sir Richard Cavendish, die Clubräume sind gemietet, nicht wahr? Was hat das mit Ihnen zu tun? Sir Joan Cleveland, sind diese Räume gemietet? Gewiss, natürlich. Nur ich verstehe nicht... Ich danke Ihnen. Bitte gestatten Sie mir eine weitere Frage an Mr. Proster. Mr. Proster? Ja, Sir John. Woher kennen Sie mich denn? Mr. Proster hat nach dem gültigen Mietvertrag der Hausherr jederzeit das Recht, diese Räume zu betreten? Ja, ich glaube, ja. Dieses Haus ist seit gestern mein Eigentum. Ach. Hier ist der Kaufvertrag, falls die Herren sich überzeugen möchten. Ja, das stimmt. Meine Anwesenheit im Club ist also durchaus legitim. Gewiss. Ich danke Ihnen. Deshalb habe ich das Haus ja auch gekauft. Mir scheint, das war nicht die einzige Vorbereitung, die Sie für diesen Auftritt getroffen haben, Mr. Stewart. Sir John, man möchte doch gerne wissen, mit wem man es zu tun hat.
Verständlich, Mr. Stewart. James, Zigarren. Bitte. Dankeschön. Und trotz Ihrer genauen Information über die Mitglieder des Eccentric Clubs, wollen Sie aufgenommen werden? Bedauere, Sir John, ich will nicht, ich muss. Wollen Sie uns das nicht näher erklären? Es war der Wunsch meines Vaters. Bitte. Dankeschön. Und welche Gründe hatte Ihr Herr Vater für diesen Wunsch? Das ist mir bedauerlicherweise nicht bekannt. Mein Vater äußerte diesen Wunsch auf seinem Sterbebett. Whisky. Oh, das tut mir leid. Zur Geschäftsordnung. Bitte. Verzeihen Sie, Mr. Stewart, wie alt sind Sie? 27. Wo sind Sie geboren? Charleston, South Carolina, USA. Sie sind also Amerikaner? Den amerikanischen Gesetzen nach, ja. Mein Vater, Lord George Stewart, wurde in England geboren und ging dann mit seiner Familie nach Amerika. Dankeschön. Ihr Vater war Lord Stewart? Ja, Sir John. Aber in Amerika legt man keinen Wert auf einen Titel. Sie sind aber hier in England. Wenn es Ihnen Spaß macht, Sir Cavendish, Sie dürfen mich Lord Stewart nennen, wenn Sie Wert darauf legen. Gut gepolt, Löwe. Haben Sie studiert? Ja, Harvard. Cambridge ist besser. Wenn ich damals in England gewesen wäre, Mr. Brown, ich hätte mich wahrscheinlich darum bemüht. Haben Sie Vermögen? Sie meinen, Sie möchten wissen, wovon ich lebe, Mr. Fitzgerald? Ja. Von meinem Vermögen, Mr. Fitzgerald. Mr. Stewart, wenn ich Sie bitten dürfte, uns jetzt einen Augenblick allein zu lassen, damit wir uns beraten können. Selbstverständlich, Sir John. Nun, und was jetzt, Gentlemen? Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte. Bitte, Mr. Fuster. Ich könnte mir eine Lösung für diesen Fall denken. So? Ja. Naja, sie ist nicht ganz neu. Sie stammt aus einem dieser Groschenromane, die wir unter der Schulbank gelesen haben. Ich meine, stellen Sie doch diesen Kandidaten ganz einfach auf die Probe. Geben Sie ihm Gelegenheit, sich Ihres Clubs würdig zu erweisen. Stellen Sie ihm eine Aufgabe, die er in einer angemessenen Zeit lösen muss. Löst er sie, wird er aufgenommen. Wenn nicht, bitte. Keine schlechte Idee. Nur, was soll das für eine Aufgabe sein? Und wer soll sie stellen? Tja. Da lassen Sie uns doch gleich sagen, 13 Aufgaben, von jedem Mitglied eine. Und dann kann sich jeder eine ausdenken. Und wenn er mogelt? Herr Mr. Brown. Ach, um das auszuschließen, könnte man den Kandidaten ja beobachten oder beobachten lassen. Ich denke da an eine Art Schiedsrichter oder neutralen Beobachter oder so. Ich greife Ihre vorzügliche Idee dankbar auf. Und nehme an, dass alle Anwesenden mir hier zustimmen werden, wenn ich erkläre, dass wir für diesen Schiedsrichterposten keinen geeigneteren vorschlagen können, als den Urheber dieser glänzenden Idee selbst. Ausgezeichnet. Und da die Gefahr der Mogelei gebannt ist, darf ich jetzt wohl Mr. Brown bitten, die erste Aufgabe für Mr. Stewart zu formulieren. Seitdem Mr. Brown mal Eisenbahnminister war, hat er sowieso nur Lokomotiven im Kopf. Ja, ich hab's. Mr. Stewart soll eine Lokomotive stehlen. Och, wie sinnig. Lokomotive, warum nicht gleich einen Güterzug? Eigentlich haben Sie recht, Mr. Pomeroy. Warum nicht gleich einen ganzen Güterzug? Ich bin bereit, Sir John. James, bitten Sie Mr. Stewart da rein. Mr. Percy Stewart, bitte. Mr. Stewart, wenn Sie in unserem Club aufgenommen werden wollen, müssen Sie 13 Aufgaben lösen, die wir Ihnen stellen. Darf ich um die Aufgaben bitten? Mr. Brown, bitte die erste Aufgabe. Mr. Stewart, stehlen Sie auf dem Güterbahnhof Chesterwood einen Güterzug und fahren Sie damit mindestens bis North Paddington. Ich werde mein Bestes tun, Gentlemen. Mr. Poster? Mr. Stewart? Sehen Sie die Lok mit den Güterwagen? Ich sehe sie. Reicht der Zug oder ist er zu kurz? Der reicht. Na schön. Dann vergessen Sie nicht, Winke-Winke zu machen, wenn ich losbrause. Das tut mir leid, Mr. Stewart. Aber ich komme natürlich mit. Es könnte ja sein, dass Sie jemand bestochen haben, der Sie auf der Lok erwartet und dann für Sie fährt.
Das ist richtig. Nein, nein. Ich nehme meine Schiedsrichterpflicht sehr ernst, Mr. Stewart. Ja, das kann ich verstehen. Na, dann kommen Sie mit, Herr Rechtsanwalt, oder Herr Schiedsrichter, was Sie auch sind. Darf ich Sie bitten, Mr. Prooster? Aber nein, selbstverständlich nach Ihnen, Mr. Stewart. Sehr freundlich. Bitte schön. Danke sehr. Na ja, dann setzen Sie das Ding mal in Gang und fahren Sie los, damit wir die Sache hinter uns bringen. Sie haben gute Reden, wenn ich wüsste, wie. Mr. Stewart, in aller Deutlichkeit, erwarten Sie prinzipiell keine Mitwirkung und keine Hilfe von meiner Seite bei der Lösung Ihrer Aufgaben. Das muss von Anfang an klar sein zwischen uns. Sagen Sie, Mr. Prooster, könnten Sie denn überhaupt eine solche Lok fahren, hä? Wie kommen Sie denn darauf? Natürlich nicht. Ach, Menschenskind. Sind Sie wahnsinnig geworden? Oh, sorry. Ja, ihr könnt losfahren. In spätestens 5 Minuten bin ich am Treppen. Menschenskind, wir fahren ja. Tatsächlich. Ich wusste doch, dass der Hebel zu was taugt. Pfeifen wollen, stehlen Sie sich selber eine. Halt! Anhalten! Wer ist denn da oben? Das hätten wir. Von Chesterhood bis North Paddington sind es noch knapp 20 Minuten. Und dann können wir friedlich ins Bett. Oh. Wenn nichts dazwischen kommt. Das hätten Sie nicht gedacht, was? Nein. Ich auch nicht. Ein paar Minuten hier sein. Na, dann warten wir mal. Mary, setz sofort die Maske wieder auf. Was fällt dir ein? Brüll mich nicht so an. Unter diesem Ding erstickt man ja fast. Aufsetzen, habe ich gesagt. Schnauze! Los, fertig machen. Genau wie abgesprochen. Ich möchte wetten, dass uns jetzt einige Männer beneiden. All die, die als Jung schon davon träumten, Lokführer zu werden. Aber was wir hier tun, ist verboten. Was ist denn das? Bei der Eisenbahn gebräuchliches Haltezeichen, Mr. Prooster. Ach, jetzt haben Sie uns erwischt. Na, was kann Ihnen schon passieren?
Sie sind doch bloß neutraler Beobachter und Schiedsrichter. Also von der Bahnpolizei scheinen die Herren nicht zu sein. Posträuber. Aber die bringen doch die Säcke in den Zug. Ein bisschen unwahrscheinlich. Du gibst den Wagen die ganze Fahrt. Field und George. Ach, quatsch doch nicht so viel. Auf Sie kann man sich verlassen, Meister. Ja. Wissen das? Das ist Mr. Pruster, mein Rechtsanwalt. Angenehm. Ich wollte sagen, erst mal ein Heizer. Ja. Hey, na los, Junge, mach doch weiter. Was stehst du hier so rum? Ja, Sir. Also, wohin? Hey, Junge, willst du mich vielleicht auf den Arm nehmen? Das nicht, aber in 5 Minuten sind wir in North Paddington. Sag mir doch mal unsere Parole. Aber was soll denn das? Ich will wissen, wo ich halten soll. Der Boss hat gesagt, ich bekomme die Order, wenn ich euch aufgesammelt habe. Verstehe ich nicht. Hier hat er kein Wort davon gesagt. Na, dann fahren wir eben, bis die Schienen zu Ende sind. Du bist vielleicht ein Spaßvogel. 6 Kilometer in North Paddington kommt ein Abstellgleis. Da hältst du an. Ja, und die Weiche? Ja, die wird gestellt sein. Also gut. Na los! Dann hauen wir jetzt ab. Ihr Hauptstellwerk. Zug 707, bitte melden. Na, du mach schon. Praktisch, was? Nun mach keine blöden Witze, wir haben keine Zeit. Zug 707. Ed, melde dich gefälligst. Nun sag schon was, Ed. Zug 707 sind doch wir. Das Abstellgleis. Verdammt nochmal. Hallo, Hauptstellwerk. Hier 707, wir wurden unterbrochen. Los, beeil dich. Häng dir die Larve vor, Mary. Der Boss bekommt sonst einen afrikanischen. Fang du auch noch an. Vorhin wäre ich beinahe gegen einen Baum geknallt, weil das Ding mir die Wimpern verkleistert hat. Aber morgen ist Sense. Ich nehme meinen Anteil und verziehe mich auf die Bahamas. Es war auch eine. Alarmiert sofort die Polizei, wir haben Gangster im Zug. Ich halte auf dem Abstellgleis 6 Kilometer hinter North Paddington, aber beeilt euch, ich bin gleich da, Ende. Mr. Pruster. Mr. Stewart. Ziehen Sie seine Sachen an. Wie meinten Sie eben vollkommen richtig? Los, verabschieden Sie sich von Ihren alten Klamotten. Schnell. Sie halten sie so lange auf, bis die Polizei kommt, verstanden? Mr. Stewart, ich werde mir äußerste Mühe geben, obwohl ich natürlich protestieren muss, weil meine Aufgabe als Schiedsrichter... Verdammt nochmal! Joe! Also los und passen Sie auf. Ey, Joe! Komm runter da! Oder denkst du, wir schleppen den Mist für dich mit? Ja doch, ja. Ja, ich komm ja schon. Alter Mann, ist ja kein D-Zug, du Armleuchter. Hier, nimm die Knarre. Und leg den Lokführer um. Den Lokführer? Warum? Er könnte quatschen. Tu, was ich dir sage. Ja, 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 ja. Tempo, Tempo! Wir müssen in 3 Minuten hier weg sein.
nur noch 24 Stunden und wir liegen in der Sonne, Liebling. Wer sind Sie? Wo ist... Halten Sie sie fest. Ja, ja. Bitte schreien Sie nicht, Miss. Es ist mir auch so schon unangenehm genug. Verstehen Sie mich doch. Bitte. Unser Freund und Helfer. Eine Falle, Boss! Eine Falle! Haut ab! Eine Falle! Wenn man einmal die Polizei braucht, dann ist sie nie da. Aber wir haben ja den Revolver vom Gangster. Greifen Sie mal in meine Tasche. Schön ruhig, ja? Komm. Vielleicht können Sie die Herrschaften damit überreden. Halten Sie sie fest. Joe! Mary! Wo steckt ihr? Bitte, geben Sie doch Ruhe. Hey, Boss! Es waren zwei Boss, bestimmt. Einer sah zum Fenster raus und der andere muss gefahren haben. Hier geblieben, Jim! Jim! Verdammter Mist! Meine Knarre ist weg! Der Wagen steht da hinten. Pack den Rest da rein. Okay, Joe. Du hast die Kanone und bist jetzt der Stärkere. Aber warum machst du das? Joe, alter Junge, mach jetzt nicht in Panik. Komm raus und lass uns reden. Joe! Joe, komm raus! Schmeiß den Mist weg! Abhauen! Los! Halt stehen bleiben! Nicht so hastig, meine Herren. Wir wollen doch gemeinsam nach London fahren, oder? Darf ich bitten? Bitte, meine Herren. Na, wie ist es ausgegangen? Wie es Lord Richter Parkinson vorausgesagt hat. 100 Pfund Strafe wegen groben Unfugs und unerlaubten Führens einer Lokomotive. Die Strafe beträgt aber nur 10% von der Belohnung, die der Junge kassiert hat. Ein gutes Geschäft. Darf ich die Gentlemen aus diesem Anlass zu einem Drink einladen? Ja, ah, wunderbar. Ja. Wer die Welt und jeden Kontinent und die sieben weiten Meere kennt, ist ein Mann mit 1000 Träumen, den man Percy Stewart nennt. Wenn des Nachts der Mond am Himmel steht und der Wind um dunkle Ecken weht, lauert, wie das immer so war, im schönsten Moment die größte Gefahr. Und in 99% gibt es doch für mich ein Happy End. Percy Stewart, das ist unser Mann. Ein Mann, ein Mann, ein Mann, der alles kann.